Hi Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, wir befinden uns hier in einem Sternchen und zwar in einem W163-230 Benziner, das ist wohl 30er Benziner. Und ja, da ist was kaputt gegangen und zwar, wenn ihr mal kurz guckt, hier aufs Tacho, auf den Tachostand. So, jetzt mach scharf. So, jetzt hier auf dem Tacho. So, jetzt. Und wenn ihr jetzt hier hinten guckt, dann seht ihr, aha, da ist alles, jedes Lämpchen läuft bis auf das Tacholämpchen. Und das müssen wir uns jetzt mal rantasten. So, im ersten Schritt geht es an dieses Teilchen hier. Dieses Teil, ich habe es ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Das geht relativ einfach raus. Das ist einfach hier reingeklipst, einfach hier an den Seiten mit dem Schraubenzieher hier rein. Ganz vorsichtig rausklipsen. Das ist keine große Hexerei. Ihr seht, da ist nur der Schalter dran für die Außenspiegel zum Einklappen. Und das war es an dieser Stelle dann auch schon wieder. Also dann haben wir diese Stelle. Dann kommt die andere Seite. So, die andere Seite. Da ist man froh, dass man keinen Tempomat hat. Die andere Seite funktioniert genauso. Also sprich, die haben wir hier auch schon. Mehr oder weniger funktioniert das genauso mit den Reinklipsen. So. So, seht ihr, die ist auch noch geklipst. Nichts Dramatisches. So, und ja. Sind auch ganz einfach. Wie gesagt, arbeitet mit Vorsicht bei der Sache, weil, ja, da kann gleich was kaputt gehen. So, jetzt geht es hier mit dem unteren Teil hier weiter. Und das seht ihr schon, das kann man hier einfach so rausklipsen. Und dann hat man dieses Teil hier sozusagen auch in der Hand. Beziehungsweise, ja, also so ist das jetzt hier auch draußen. Dass man es langsam hier an das Kombi-Instrument oder den Tacho, wie man es sagen will, hier rantastet. So, das kann man dann auch noch rausmachen. So, dieses Teil haben wir uns jetzt hier auch entfernt. So, als nächster Schritt kommt das hier oben. Das kann man hier einfach rausklipsen. Nach unten. Nach unten, sagt der Vater. So, und wenn das hier oben sozusagen raus ist, dann kann man das noch oben auch schon da können, glaube ich. So, dann. Dieses Teil hier. So. Also, muss schon mit Schmack ist, dann ist es hier draußen und das auf der anderen Seite entsprechend genauso. Mal wieder gerade. Geht dann an der anderen Seite. Sollte es genauso gehen. Also jetzt haben wir hier dieses Teil. Jetzt nochmal hier zum Mitschreiben. Man muss hier dieses hier sozusagen nach oben drücken und dann kann man es runterschieben. Diesen links hier nach oben drücken. Hier nach oben drücken, dann runterschieben. Und hier genauso nach oben drücken, runterschieben. Ihr seht, ich habe es ein bisschen zu hart gemacht und jetzt ist hier schon gebrochen. Also wie schon gesagt, Danger, aufpassen. So, jetzt geht es hier sozusagen hier oben mit dem Schraubenzieher. Kann man hier eine Schraube und hier eine Schraube hier an dieser Stelle. Ja. Hier ist auch noch was, sieht man aber jetzt ganz schlecht. Die kann man hier runterschrauben und das mache ich jetzt hier. So, was dann rauskommt, ist hier sozusagen hier so ein Dübelchen mit einer Schraube. So, und das Ganze hier natürlich mal zwei, weil die andere Seite auch hat. So, als nächstes geht es hier an dieses Teil ran. Hier an diesen Sechskantschraube, auf der anderen Seite ebenfalls. So, jetzt geht es hier mit einem 7 mm, geht es jetzt hier
an dieser Stelle hier rein. So, das ist hier Schraube Nummer 1. So, und hier drüben geht es jetzt hier mit Schraube Nummer 2 weiter. So, Schraube Nummer 2. Jetzt wird es spannend. Und jetzt müssen wir sozusagen hier dieses ganze Kombi-Instrument. Jetzt brauchen wir eine Deiche. Dieses ganze Kombo-Instrument. Hier empfiehlt es sich natürlich ein Tuch, damit wir hier diese schöne Glasscheibe hier nicht eindrücken oder irgendwie zerstören. Dass wir sozusagen mit einem Tuch arbeiten. So. Seht ihr schon, das kann ich, die Kamera hier sehr schön rausnehmen. Aber immer mit Vorsicht. Vorsicht. Kann ich nicht genau sagen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dass ihr hier nichts kaputt macht. Und das kann man jetzt hier vorsichtig hier ja, rausnehmen. Beziehungsweise der hängt jetzt natürlich hier hinten noch an einem sogenannten Sacks, dem Stecker, der zum Steuergerät hier rüber geht. Und dem hängt der jetzt hier noch dran. So. Jetzt sozusagen hier gleich kippen und dann. So, abgedeutet, jetzt liegt hier so ein Tuch und jetzt müssen wir uns hier mal reinarbeiten. So, jetzt erst einmal hin. So, und jetzt geht es hier rein. Ja, das ist jetzt alles gut und recht. Ach, mein, bin ich mit dem. Warum? Ja, weil das Lenkrad da steht. Achso, ja. Kleiner Fehler hier am Rande ist das Lenkrad. Das geht natürlich so nicht. Also dieses Lenkrad muss jetzt gedreht werden. So, das so wie du und dieses. Was? Dann wird sich den mal dran. Und dran wird es ja nichts nützen. Was? Ach so. Lenkradsperre reingeht. So. Da ist jetzt Lenkradsperre drin. So, jetzt haben wir es hier so. Jetzt haben wir natürlich hier viel mehr Platz, hier das so rauszunehmen. So, und jetzt wird das. Das ist jetzt gekommen, der schwierige Teil. Und zwar hier dieser Schalter. Den konnte man irgendwie nie sehen. Und zwar, der muss hier so abgenommen werden. Hier, so. Hier seht ihr diese kleine Buchse, da muss man drüber. Ich bin jetzt der Blinde, bin jetzt blöd. Da bin ich jetzt deppert. Warte mal, wo? Du schreibst so leicht dabei. Gut, jetzt bin ich fast schon so weit, dass wir fast gar nicht mehr Hände brauchen. Oder? Ist ja schon Strafaufzug. Den kann ich eigentlich ohne, dass ich ihn abhänge. Das wäre mein Leibsel. Ja, trotzdem hilft es fast nicht der Weihnachtszeit. Mei, bin ich blöd. Das ist so Spielwirtschaft, hey. So, also, halt nochmal drauf. So, jetzt hier das hier reindrücken und dann das hier rausziehen. So, jetzt ist der Stecker hier, ist hier draußen.
Und jetzt könnt ihr sozusagen den Tacho tauschen. Oder beziehungsweise in unserem Fall geht es ja nur um das Birnchen. So, hier vorsichtig rausnehmen. So. Bei uns geht es hier eigentlich nur um dieses entsprechende Birnchen hier auf dieser Seite. Und zwar dieses Birnchen hier unten. Dieses Birnchen. Ist das kaputt? Schaut jetzt nicht kaputt aus. Ich hoffe, dass es kaputt ist. Hast du es? Ich muss es mit durchmessen. So, also das Birnchen wurde gewechselt. Jetzt hier nochmal so als False Friends. Das Birnchen hier mit diesem beigen Dings, das ist das Originale. Es wird im Internet häufig auch das verkauft. Auf das bin ich auch wieder reingefallen. Und zwar das Schwarze, das passt nicht. Also das muss schon irgendwie so beige aussehen, das Teil. Gut, ja, so im Großen und Ganzen. So, jetzt mach's scharf. Kilometer zeigt es mir jetzt wieder an. 23.100, das passt. Klappte wahrscheinlich nicht, aber ist wirklich so. Der hat noch nicht mehr Kilometer drauf. Auf seinen 20 Jahren hier. Oder 21 Jahre. Und ja, in diesem Sinne, das war's zum Tacho ausbauen. Hier in diesem W163. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch hier oben, könnt ihr abonnieren. Hier geht's weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Alexander, wir blicken dann in 5 Minuten. Tschüss.